Das war ein langer Arbeitstag, oder? Jetzt reicht's. Tom, hilf Edna bitte beim Einschlafen. Soundanlage? Superklasse! Genau, Edna. Du schläfst ein. Wer schnarcht hier? So ist's besser. Wer hat die Musik geändert? Es ist ein Geist. Er hat uns Streiche gespielt. Hast du Angst vor Geistern, Edna? Irgendwelche Ideen, Tom? Ja, schicken wir den Roboter. Es ist okay, Edna. Du kannst ein Nickerchen machen. Edna, es ist nur der Roboter. Jetzt reicht's. Wir müssen herausfinden, wer dieser Geist ist. Unsichtbarkeitsstrahl? Wie funktioniert er? Das ist unglaublich. Ihr seid fast unsichtbar. Jetzt sind wir mit Streichspielen dran. Erwischt! Schauen wir mal, wer sich unter diesem Stoff versteckt. Aha! Es war die ganze Zeit Dane! Rätsel gelöst! Endlich bekommst du etwas Schlaf, Edna. Sieht aus, als wäre unser Geist auch müde geworden. Wow, das ist so beeindruckend, Ben. Die Kinder sind aber nicht so beeindruckt. Vielleicht kann Tom dir helfen. Ben möchte die Kinder beeindrucken. Kannst du ihm helfen? Ha 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 ha!
Ben ist ein Clown. Der Wahnsinn. Ihr wollt mehr Kinder? Wie wäre es, wenn wir den Kindern etwas über Formen beibringen? Lasst uns ein Spiel spielen. Ihr müsst etwas malen, das die Form hat, die Ben euch zeigt. Das ist rund. Ben, der Clown, wird es zum Leben erwecken. Lasst uns spielen. Ein Quadrat. Ein Lego-Würfel. Gut gemacht. Was hat die Form von einem Herz, Kinder? Ein Herzballon. Gut gemacht. Oh, er fliegt davon. Wollt ihr mehr? Ein Dreieck. Barry, willst du es mal versuchen? Hat diese Pizza die Form eines Dreiecks? Schauen wir mal, was wir da machen können. Dreieckige Pizzastücke. Lecker. Noch ein bisschen mehr, Ben. Nur ein bisschen. Die Kinder wollen Ben einen Kreis zeigen. Danke, Tom. Du bist ein klasse Erfinder. Hallo, Edna. Was ist los? Oh, ihr baut ein neues Gebäude? Es scheint ziemlich groß zu sein und ihr braucht Toms Hilfe. Tom hat bestimmt eine neue Erfindung für euch. Großartig! Ein Bohrer! Mit diesem neuen Werkzeug habt ihr das Gebäude ruckzuck fertig. Lasst uns zur Baustelle fahren, Leute. Dane, Billy, schaut euch Toms neue Erfindung an. Schauen wir mal, was zu machen ist. Stimmt, Leute. Holen wir erstmal alles, was wir brauchen. Hm.
Wow, ihr wart schnell heute. Es ist fast fertig. Was ist los, Dane? Oh nein, der Bohrer spielt verrückt. Tom, du musst ihn aufhalten. Oh, nein, nein, nein. Er macht Löcher in die Wand. Und in die Straße. Schnell, Tom. Du musst ihn aufhalten. Gut gemacht. Ja, hoffen wir, dass er sich nicht wieder anschaltet. Aber er hat Löcher in die Backsteinwand gemacht. Und auch in die Straße. Zeit für eine weitere Idee, Tom. Oh, Feuerwerk. Oh. Du rufst Supertruck. Hi, Supertruck. Tom und die Baufahrzeuge brauchen deine Hilfe. Edna, du hilfst Supertruck bei seiner Mission. Gute Arbeit, Leute. Die Straße sieht gut aus. Aber was machen wir mit dem Gebäude? Spitze! Das sieht super aus. Glückwunsch, Tom und Supertruck. Ihr wart wunderbar. Du siehst bereit für Halloween aus, Tom. Jerry, willst du bei dem Spaß auch dabei sein? Tom, kannst du ein gruseliges Kostüm machen? Jerry, der freundliche Geist. So ein tolles Kostüm. Schaut euch die tolle Halloween-Stimmung an. Jerry schwebt. Was für ein realistisches Geisterkostüm. Kein Grund, Angst zu haben. Es ist nur ein Kostüm. Wie konnte Jerry durch diese Wand fliegen? Es sieht so aus, als wäre Jerry ein nicht so freundlicher Geist. Oh nein! Was machst du mit ihren Süßigkeiten, Jerry? Jerry hat sie durch Steine ersetzt. Er muss aufgehalten werden. Folge der Spur aus Geleebohnen, Tom. Kinder, passt auf!
Der Geist ruiniert Halloween. Oh nein, die Attraktion ist außer Kontrolle. Tom, du musst das Riesenrad anhalten. Car City braucht deine Hilfe, Tom. Super gemacht, Tom. Beeilung, Jerry haut mit den ganzen Halloween-Süßigkeiten ab. Du schaffst das, Tom. Jerry ist wieder er selbst. Klasse Schuss. Großartiges Teamwork, Tom und Jerry. Wie willst du diese ganzen gestohlenen Süßigkeiten zurückgeben? Wo sind Tom und Jerry? Halloween ist gerettet! Danke, Tom! Was ist los, Amber? Gary hat sich seit Tagen nicht gewaschen. Tom, Gary stinkt. Da müssen wir etwas machen. Eine Disco-Kugel erfunden. Das macht Tims Waschanlage sogar noch lässiger. Probieren wir es aus. Lass die Party beginnen. Du denkst, Gary sollte es versuchen, Amber? Gary? Wir müssen mit ihm reden. Gehen wir. Er könnte überall sein. Wie finden wir ihn? Warte, Tom. Amber möchte dir etwas geben. Siehst du, Gary? Tom ist dein Freund. Er will, dass du glücklich bist. Sie glauben an dich. Du schaffst das, Gary. Bereit für einen Disco-Waschgang, Gary? Lasst uns etwas Spaß haben. Es gefällt dir, nicht wahr? Oh.
Schatten. Schau nur, was passiert. Oh. Tom, unternimm etwas. Staubsauger. Klasse! Das war knapp. Arme Amber und Gary. Sie sind nass und frieren. Kannst du sie aufwärmen, Tom? Du hast ihn umgeschalten, sodass er warme Luft bläst? Super! Hey. Hey, ja. Ha. Wow! Gary sah noch nie so sauber aus! Hey. So gut wie neu! Nun, ich glaube, nach diesem harten Arbeitstag haben wir uns das alle verdient. Ungeschickter Gary. Hey, Walter, was ist los? Gary organisiert eine Geburtstagsparty? Wie schön! Du musst sehr viele Donuts machen? Tom hat bestimmt eine Lösung. Eine Donutmaschine. Damit kannst du ruckzuck jede Menge Donuts machen, Walter. Lasst uns gehen, Jungs. Die Party fängt gleich an. Schau, Curry. Tom hat eine Maschine erfunden, die Walter hilft, die vielen Donuts für die Party zu machen. Du hast recht, Walter. Lass uns loslegen. Du musst viele vorbereiten. Die sehen lecker aus. Allen scheint es zu schmecken. Glückwunsch, Tom. Tom, die Donutmaschine macht ein komisches Geräusch, findest du nicht? Tom, schau, da ist ein riesiger Donut. Passt auf, Leute! Oh nein, er rollt die Straße runter! Jerry, Amber,
Geht da weg. Er rollt Richtung Park. Kommt schon, Leute. Passt auf, Kinder. Tom, du musst diesen verrückten Donut aufhalten. Du hast eine Idee? Yay! Eine Kleberpistole. Lasst sie uns schnell ausprobieren, bevor der riesige Donut alles zerstört. Versuch's nochmal, Tom. Ja, es funktioniert. Er ist festgeklebt. Phew. Es war knapp, aber ihr habt es geschafft, die Situation zu retten, Leute. Aber seid ihr euch sicher, dass er nicht wieder durch die ganze Stadt rollt? Oh, das ist ja allerhand.